brichst du auf gen Ithaka, wünschst dir eine lange Fahrt voller Abenteuer und Erkenntnisse. Die Lästrigonen und Zyklopen, den zornigen Poseidon, fürchte nicht. Solcherlei wirst du auf deiner Fahrt nie finden, wenn dein Denken hochgespannt, wenn edle Regung dein Geist und Körper anrührt. Den Lästrigonen und Zyklopen, dem wütenden Poseidon wirst du nicht begegnen, falls du sie nicht in deiner Seele mit dir trägst, falls deine Seele sie nicht vor dir aufbaut. Wünsch dir eine lange Fahrt. Der Sommermorgen möchten viele sein, da du mit welcher Freude und Zufriedenheit in nie zuvor gesehene Häfen einfährst. Halte ein bei Handelsplätzen der Phönizier und erwirb die schönen Waren, Perlmutter und Korallen, Bernstein und Ebenholz und erregende Essenzen aller Art. So reichlich du vermagst, erregende Essenzen. Besuche viele Städte in Ägypten, damit du von den Eingeweihten lernst und wieder lernst. Immer halte Ithaka im Sinn. Dort anzukommen ist dir vorbestimmt, doch beeile nur nicht deine Reise. Besser ist, sie dauere viele Jahre. Und alt geworden lege auf der Insel an, reich an dem, was du auf deiner Fahrt gewannst, und hoffe nicht, dass Ithaka dir Reichtum gäbe. Ithaka gab dir die schöne Reise. Du wärest ohne es nicht auf die Fahrt gegangen. Ithaka betrog dich nicht. So weise, wie du wurdest, in solchem Maße erfahren, wirst du ohne dies verstanden haben, was die Ithakas bedeuten.